Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Börsenplatz. Ja, was wir vor kurzem gesehen haben, war ein Markt in Rekordlaune. Man ist eigentlich fast davon ausgegangen, es kann eigentlich nur noch aufwärts gehen. Dann gab es aber trotzdem jetzt erstmal Rücksetzer. Wie geht es weiter und vor allem in diesem Marktumfeld, wie können Anleger sich positionieren? Was sind gerade auch die wichtigen Einflussfaktoren? Das schauen wir uns genauer an in dieser Sendung und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich bei mir Johannes Hirsch, Vorstand bei Antea. Ja, danke. Herr Hirsch, wenn wir uns direkt mal den DAX anschauen, hier muss man ja mal dazu sagen, als Performance-Index, den haben wir ja vor kurzem wirklich auf Rekordjagd gesehen, ein Allzeithoch nach dem anderen. Über die 12.000 ist er jetzt zu Beginn dieser Woche gerade gesprungen. Dann kam es einem aber eben so ein bisschen vor, als würde jetzt ihm so langsam die Luft ausgehen. Ist das jetzt ganz normaler Rücksetzer einfach auf dem Niveau? Da gibt es im Moment aus Ihrer Sicht auch fundamentale Faktoren, die eher so ein bisschen dagegen sprechen erstmal. Ich meine, wir haben einen DAX-Anstieg von 25% in dem seit Jahresanfang gesehen. Das ist der stärkste Anstieg, den es überhaupt jemals gegeben hat, seitdem der DAX konstruiert wurde. Wir haben 9 Wochen in Folge gesehen, wo der DAX gestiegen ist. Der bisherige Rekord lag bei 8 Wochen, den wir zweimal gesehen haben, dass nach einer solchen Phase dann auch mal ein Luftholen mit hineinkommt. Ich denke, das ist nicht ungewöhnlich. Fundamentale Faktoren werden wahrscheinlich dann gesucht, aber das ist dann aus meiner Sicht eher, dass die Nachrichten die Kurse, nein, Entschuldigung, umgekehrt, nicht die Nachrichten die Kurse machen, sondern die Kurse die Nachrichten machen. Dann sucht man eben, vor ein paar Wochen war Griechenland noch kein Thema, jetzt mit einmal ist es das. Also im Endeffekt, der Markt braucht eine Pause. Es ist erstaunlich, dass es eben eigentlich erst jetzt kommt. Oh, Sie haben Griechenland jetzt gerade schon angesprochen. Wir schauen uns natürlich verschiedene Themen an, aber gerade Griechenland hatten wir aktuell jetzt in dieser Woche ja auch erstmal, man wirft die Troika raus, dann aber die Gelder sind weiter gesichert, die Rettungsgelder quasi bis Juni, bis Ende Juni verlängert worden. Was muss man jetzt quasi von der Causa Griechenland halten? Als Marktaufreger taugt es anscheinend nicht mehr. Es könnte noch einer werden. Ich finde, Griechenland geht über das reine Nervthema hinaus, was es bei vielen Anlegern verursacht, weil es einfach Konsequenzen hat. Je nachdem, wie es in Griechenland läuft, hat das Auswirkungen auf andere Staaten. Wir haben noch Wahlen in Portugal, wir haben noch Wahlen in Spanien in diesem Jahr, die beide von Bedeutung sind. In Spanien gibt es auch mit der Podemos-Partei ein Pendant zur Syriza. Also vor dem Hintergrund, wenn Syriza sich durchsetzen sollte mit dem Ansatz, mit dem die jetzt durchkommen, dann ist das ein Elfmeter für Spanien, für die Podemos-Partei. Und das wäre insbesondere schade, weil Spanien eben wirklich seine Hausaufgaben gemacht hat, weil Spanien deutlich vorankommt. Und deswegen ist es einfach so, wenn Griechenland durchkommt damit, dann ist das klar, dass in Spanien ebenfalls so gewählt werden wird. Und dann werden wir noch viel größere Probleme bekommen. Griechenland ist wirtschaftlich ein Zwerg. Spanien ist aber schon, ich meine, das ist die viertgrößte Volkswirtschaft in Europa. Vor dem Hintergrund hat das Auswirkungen. Dass die anderen jetzt hart bleiben, liegt zum einen daran, dass die Politiker wiedergewählt werden wollen. Zum anderen aber auch, wenn man jetzt Griechenland das durchgehen lässt, bedeutet das einfach, die anderen Staaten, da erhöht sich die Verschuldung. Denn es sind eben deren Schulden, die dadurch dann entsprechend nach oben gehen, auf die Griechenland dann verzichtet. Das mag kein Politiker gern, denn das würde eben seinen Ansatz noch weiter einschränken. Also insofern, Griechenland hat ganz große Bedeutung für das, was weiter vorkommt. Aber es ist eben auch klar, die anderen Politiker, die wollen Griechenland ganz klar gegen die Wand fahren lassen. Die müssen einknicken, die müssen ihre Hausaufgaben machen, wie sie es ja in vielerlei Dingen auch schon gemacht haben. Vom Grundsatz her kann man eigentlich der Partei jetzt nur alle Daumen drücken, denn ich meine, dass das Land in dem Zustand ist, lag an den vorangegangenen Regierungen, ob das nun die Nea Demokratia ist oder eben die PASOK-Partei, also die CDU oder die SPD dort. Im Endeffekt, die sind verantwortlich dafür, dass es so runtergegangen ist. Und da braucht man frischen Wind, aber es sollte eben auch möglichst aus der richtigen Richtung kommen. Richtige Richtung ist natürlich auch ein gutes Stichwort für den DAX, denn wo geht's hin? Wir haben jetzt hier noch den Vergleich mit dem Kursindex und auch als der DAX quasi schon neue Allzeithochs markiert hatte, hieß es ja immer, ja gut, aber der Kursindex, der ist noch nicht auf seinen alten Höchstständen. Jetzt ist es für den aber ja auch gar nicht übel gelaufen. Dementsprechend, Sie haben ja jetzt eingangs schon erwähnt, ein Luftholen am Markt ist ja jetzt einfach mal normal auf dem Niveau. Wenn man jetzt den Vergleich der beiden anschaut, stützt das Ihre Aussage dann noch zusätzlich? Absolut, ja. Also zum einen finde ich den Unterschied
deshalb ganz interessant, weil er eben deutlich macht, welche Bedeutung eigentlich Dividenden haben. Denn ich meine, der Unterschied eben zwischen Kurs-DAX und Performance-DAX sind eben die Dividenden, die mit hineinkommen. Und hieran wird eben doch ganz gut deutlich, dass eben für eine Gesamtwertentwicklung eines Depots die Dividenden auch eine große Rolle spielen. Der Kurs-DAX hat jetzt in dieser Woche bis auf 0,3 Punkte genau seinen Allzeithoch erreicht, was wir im Jahr 2000 gesehen haben. Und wie das dann ist, ist es sehr nichts Ungewöhnliches, dass genau dort eben auch erstmal ein Luftholen stattfindet. Wir kommen damit in eine Kategorie hinein, die wir von anderen Ländern eben schon gesehen haben. Ich meine, das ist ein Unikum der DAX, den wir haben mit den Dividenden, die wieder automatisch investiert werden. Das kennen wir nicht vom Dow Jones, das kennen wir nicht vom Standard & Poor's, nicht vom Nikkei, nicht vom Eurostox, vom englischen FTSE nicht. Also insofern ist der Kurs-DAX der relevante Index, den man im internationalen Vergleich sehen sollte. Und dass wir jetzt gerade erst die Höchststände von dem Jahr 2000 sehen, ist im internationalen Vergleich eher etwas Ungewöhnliches. Amerika ist beispielsweise schon viel, viel weiter. Aber wie gesagt, dass es nun just genau bei dem Höchststand, beim alten Höchststand zu einem Luftholen kommt, passt ins Bild hinein. Passt ins Bild. Einflussfaktoren, wenn wir es uns jetzt mal anschauen, wo möchte ich hin? Ich möchte jetzt hier mal zur ultralockeren Geldpolitik der EZB gucken, denn tatsächlich die Geldschwemme der EZB war ja nun wirklich einer der Faktoren, die den Markt eben so weit getrieben hat. Jetzt ist aber die Frage, gut, das läuft jetzt, also QE läuft entsprechend, also wenn wir uns jetzt auch die Grafik anschauen, Notenbankpolitik der EZB, treibt die den Markt dann noch weiter? Es wäre überraschend, wenn dem nicht so wäre. Ich denke, mir liegt immer daran, dass man den roten Faden in den Dingen erkennt. Und der rote Faden ist eben eindeutig, dass das Papiergeld Euro an Wert verlieren soll. Und das bedeutet in Konsequenz, dass eben alles andere Sachwerte oder andere Währungen dann auch im Vergleich dazu steigen. Deswegen, man kann sagen, die Aktien sind besonders gestiegen in Euro gerechnet. Umgekehrt könnte man eben auch sagen, der Euro ist besonders gefallen gegenüber dem Sachwert Aktie. Und insofern, Gold ist für mich immer eine Währung. Ich meine, nicht umsonst sind es die Notenbanken, die dann sagen, wir bilanzieren das im Rahmen unserer Währungsreserven und eben nicht irgendwo anders. Und vor dem Hintergrund ist es dann nur einleuchtend, dass in dem Moment, wo also die EZB ihre Bilanzsumme ausweitet, das heißt die Nachfrage in Euro gerechnet steigt, dass dann eben der Goldpreis selber dazu eben entsprechend mitsteigt. Das ist einfach die Konsequenz, Geld wie Angebot und Nachfrage eben bei Währungen da sind und hier eben die Währung Euro gegen Gold. Dann schauen wir doch mal, wie es dann entsprechend bei der Fed aussieht. Ja. Finde ich eigentlich die überraschende Sache. Wir haben auch hier eine Korrelation, die wir sehen können, dass also die Fed-Bilanzsumme eine Korrelation zum Goldpreis ausweist. Und das hat auch viele Jahre, ich hätte jetzt fast gesagt Jahrzehnte, dann funktioniert, hat eben vor 2 Jahren eine Abweichung bekommen. Und da gibt es verschiedene Theorien, die das vielleicht erklären. Wirklich überzeugend habe ich keine davon gefunden. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass es auch eine Frage der Zeit ist, wann auch der Goldpreis hier reagiert auf die entsprechende Geldmengenausweitung, die die amerikanische Notenbank bekommen hat. Schauen wir uns doch dann den Goldpreis auch hier mal in der Entwicklung an. Haben Sie uns einen Chart mitgebracht? Ja, also hier sehen wir das, was ich eben gerade angesprochen habe, dieser deutliche Rückgang. Es fiel ja auch das Wort Crash, den wir eben im Jahre 2013 hier gesehen haben. Und es hat dann eben eine gewisse Bodenbildung gegeben. Und als wir dann im letzten Quartal oder Ende letzten Jahres dann auch da nach unten durchgebrochen wurden, war die Aufregung ganz groß, dass jetzt also sich das wiederholen würde, was wir vor 2 Jahren gesehen haben. Pustekuchen. Es hat sich also gezeigt, dass das ein Fehlausbruch nach unten gewesen ist. Also Gold hat hier eine ganz klare Stabilisierungstendenz, auch gegenüber dem US-Dollar. Aufgrund der vorangegangenen Charts kann man dann auch sagen, das ist fundamental auch absolut berechtigt. Und vor dem Hintergrund bin ich auch absolut weiter positiv gerichtet für Gold, was natürlich nicht heißt, ausschließlich in Gold zu investieren. Aber Gold sollte auf jeden Fall Bestandteil eines ausgewogenen Depots sein. Wenn wir schon bei den Rohstoffen sind, gucken wir doch auch mal aufs Öl. Das war ja buchstäblich ein Tal der Tränen. Haben wir da jetzt schon eine Erholung gesehen? Also was sehen Sie auch für eine weitere Tendenz hier? Was wir hier sehen, ist der Kursverfall, den eben das Öl
in der Kassel-Basis eben gesehen habt. Öl ist ein Markt, der ein bisschen anders ist als für Siemens-Aktien oder für eine Bundesanleihe oder Ähnliches, wo eben jeder Fälligkeitstermin einen eigenen Markt darstellt. Und was wir hier gesehen haben, ist eben der Rückgang eben in der sofortigen Lieferung. Der war nicht annähernd so ausgeprägt bei späteren Lieferungen. Also da hatten wir zuletzt immer noch Kurse von über 70 Dollar. Ich denke, die werden auch noch mal ein bisschen weiter runterkommen. Bislang heißt es, naja, Öl ist jetzt gefallen, aber auf Sicht gesehen wird es weiter steigen. Erst wenn im Markt noch ein bisschen weitere Depressionen hineinkommen, dass also auch die Terminkurse noch mal runterkommen werden, dann hat auch Öl eine Chance. Aber hier sollte man unbedingt auf der Lauer sein, um sich zu positionieren. Ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, über die Märkte, über den Einfluss der Notenbanken, unter anderem eben auch mit dem Goldpreis in Verbindung zu sehen. Jetzt haben wir noch mal aufs Öl geguckt. Jetzt sind wir schon so ein bisschen am Ende der Zeit. Jetzt ist natürlich das Interessante für Anleger. Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind zwar positiv fürs Gold, aber heißt nicht, dass man jetzt quasi nur Gold ins Portfolio packen sollte. Was würden Sie Anlegern denn im Moment für eine Mischung raten? Der Trend ist eben, dass die Notenbanken insgesamt weiter locker bleiben, wenn Bedarf da ist. Auch die amerikanische Fed, was wir jetzt gerade gesehen haben, die amerikanische Fed hat zwar jetzt gesagt, sie wird erhöhen beim nächsten Mal, aber das wird eine Einmalaktion sein. Also es ist kein Startschuss für eine deutliche Aufwärtsbewegung. Kurzum, der Rückenwind für die Sachwerte bleibt erhalten. Weil auch die Geldwerte, ob das nun Anleihen, Festgelder sind, Sparguthaben, weil die einfach ausfallen. Das heißt, der Trend besteht weiter und es gibt inzwischen genügend auch Möglichkeiten, über Dividenden das zu bekommen, was man von Zinsen her haben möchte. Also vor dem Hintergrund, ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt für die Sachwerte. Man sollte einfach zusehen, verschiedene Sachwerte miteinander zu streuen und ausgewogen in einem Depot zu berücksichtigen. Das lasse ich dann als Ihre Empfehlung an Anleger. Als Schlusswort stehen, Herr Hirsch, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gern. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick, was passiert gerade an den Märkten, wie könnte es auch weitergehen und wie könnten Anleger sich eben angesichts dieser Lage positionieren. Die ganze Sendung können Sie natürlich auch jederzeit nochmal anschauen, nämlich unter www.drf.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.